So. Mit meinem schönen DJI. Also mit meiner schönen Kamera ist am Arsch. Darum muss ich jetzt die ganze Zeit mit meinem Handy aufnehmen, bis ich mir ein neues hole, besorge. Aber wir sind hier, wie letztes Mal waren wir auf dem Viewpoint und heute auch wieder. Und zwar bei einem ganz speziellen, weil ich stelle mir immer vor, wie die Leute hier hochgekommen sind, weil es ist ja nicht nur ein Viewpoint für uns, es ist auch eine Kirche dort hinten. Zu der Kirche kommen wir noch. Aber zuerst zeige ich euch mal hier die wunderschöne Aussicht natürlich her. Ja, schaut mal an. Sieht euch das an. Man sieht bis an die Küste hier. Eine 360 Grad Blickwinkel. Was haben wir hier? Also stell dir vor, wir sind auf einer Insel. Nee, da ist mein Fahrzeug. Mein schönes Gefährt. Maschallah, Bruder. Ja, nicht viel zu sehen. Seht ihr was? Ja, auf jeden Fall bringe ich euch mal hier zu dem großen San Salvador. Das ist der. Das ist der. Was für einen Gruß er macht, keine Ahnung. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ihr kennt das ja. Aber sag mir mal, was das für ein Gruß dort ist. Herrlich. Oh, hier, schaut mal das an. Hier. Gehen wir mal links herum. Mal schauen, was da gibt. Oh. Hier so einen schönen Löwen. Schon geil gemacht. Aber stellt euch vor, da haben sie die Gefangenen gelassen. Oder gefangen. Aber stellt euch mal vor, ihr erstellt hier oben auf dem Berg irgendetwas. Die Leute müssen ja hier hochkommen. Und das ist eine Strecke. Ich weiß nicht, aber das ist. Oh mein Gott, ich bin hier hochgefahren. Ich zeige euch mal die Route dann noch, wie es etwa aussieht. Aber schau mal, was steht da geschrieben dort? Kann man das jemand übersetzen? Weil die müssen ja hier hochkommen. Oh. Frau ist nicht hier, also machen wir ein bisschen Sneak Peek. Wenn sie mich sieht. Oh no, sie hat mich erwischt. Ich hab noch gesagt, oh warte, bis meine Frau mich sieht. Aber sie hat mich erwischt. Sie hat das gerade gespürt, dass hier etwas ist, das den schon alleine nicht gelassen werden kann. Das Dinschlisches. Sie schaut immer noch her, sonst würde ich mal weitergehen. Aber wir wollen ja die Frau nicht aufregen. Das ist herrlich. Das ist herrlich. So, rauf geht's.
Mal ein bisschen posen, warte. So. Ja, ich weiß, die Sonne. Ist ja schön. So, jetzt haben wir das Ding mal um 100. Schmeckt nach Kräutern hier. Schau. Das heißt, die Leute sind von hier gekommen. Weil das sind die Wächter. Schaut das an. Jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt haben wir das untere Teil mal gesehen. Was hier oben so gibt. Da Geld rein. Sieht aus Geld. Ich brauche Münze. Ich bin gut im Geld werfen. Schatz, Geld werfen. Nein. Du machst Münze, ja. Ich bin ein Münzwürfkönig. Mal schauen, was das bringt. So. Ja. So. Es liegt dort. Dort ist die Kirche. Ich glaube, die Leute sind hierher gekommen zum Beten. Oh, dort ist auch ein, wie sagt man denn, dort hinten. Es wackelt zu sehr. Warte, ich finde das schon. Warte. Wo bist du? Ja, da. So. Er läuft da rum. Läuft irgendwie da rum. Nein, nicht. Wie weit oben sind wir? Also wir sind, weiß nicht, oben, wie weit oben. Keine Ahnung, was das für eine Zahl ist. Vielleicht eine ausländische Zahl. Aber die müssen alle hier hochkommen. Zum Beten, zum Besuch, zu, keine Ahnung, zur Taufe, zur Wiedergeburt, keine Ahnung. Aber alle hierhin. Das ist unvorstellbar, was die Leute alles auf sich nehmen, nur um die Nähe von Gott zu spüren, zu erleben. Also es findet hier, man. Tja. Wieder mal vom Anfang. Es ist wirklich erstaunend zu sehen, wie die Leute oder was die Leute alles tun, um die Nähe von Gott zu erfahren, zu erleben, zu spüren. Auch das, man ist ja halt näher bei ihm.
Ich glaube, das war die frühere Annahme. Je höher man baut oder je höher man seine Gebäude baut, desto näher ist man bei ihm. Aber ja, irgendwie hat es etwas, wenn man hier all das so sieht. Ja, wir sind hier auf dem 509 Meter. Ah, 509 Meter. Aber sind wir hier auf dem höchsten Berg? Nicht, oder? Ein mehrere. Gehen wir noch rüber? Gehen wir noch rüber? Dort? Also, ich gehe mal rüber dort. Eva? Den Sonnenuntergang erwischen wir rechts etwa. Halbe Stunde. Ja, wirklich? Das sind 15 Minuten. Ihr Fingerding. Wie bitte? Ja, wann hast du nicht kalt? Caliente. Caliente. Nein. Sprezzatura. Ach, herrlich. So, gehen wir mal rüber. Um Schmidt. Da drinnen? Ich glaube, es gibt etwas gratis dort. Ein Versuch war es wert. So. Gehen wir rüber. Mal sehen, was dort so gibt. Aber hier wirklich Ausnahmezustand. Alles hier. Das ist unglaublich. Immer die anderen respektieren. Immer. Oh. Bar, Restaurant. Warte mal schauen. Aber, hey, kannst du dir das vorstellen? Wie die Leute hier hochlaufen mussten. Ich glaube, das nicht. Nicht? Das ist alles mal ewig gewesen. Das war eben. Ja klar, und alles andere ist runter. Und das ist alles Erdplattenkollision. Erdplattenkollision. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Ah, und das gab es sicher auch noch. 5G, Motherfucker. Entschuldigung. Dieser YouTube hat das nicht gerne. Aber das hat er auch schon lange. 5G. Den Rest könnt ihr auch denken. Aber da sind wirklich sehr viel Radfahrer unterwegs. Sehr viel. Also falls ihr in Mallorca kommt, in den wärmeren Jahrzeiten, macht euch gefasst, von den Velofahrern überfahren zu werden. Oh, Baby. Warte, schaut. Seht ihr das? Jetzt. Wie geht's? Oh, das. Oh. Und das ist nur ein Restaurant. Schade. Ja, das bringt mir nicht viel. Ja, man kann nicht mal den Burg anschauen. Was ist das denn? Kathedrale? Massachusetts Kathedrale. Ist meine Mutter? Wenn ich ihr gehört, warum sagt sie mir dann nichts? Meine Sommerresidenz. Da, in dem Zimmer wohne ich.
falls mich jemand besucht. Falls mich jemand besuchen kommen will, ich wohne da. Anscheinend gehört das meiner Mutter. Und ich hab's nicht mal gewusst. Oh, herrlich. Aber ja. Jetzt gehen wir wieder zurück und warten 45 Minuten auf den Sonnenuntergang. Und ich melde mich, wenn es soweit ist. Bis dahin. Tschüss. So. Sonnenuntergang war nichts. War mehr. Das sind mehr Wolken als sonst. Aber ich sehe mal, ich kann mal ein bisschen ein Foto machen, mal rein, sodass ihr sehen könnt, wie es war. Aber schaut mal selber hin. So, so sieht das aus. Ja, wie gesagt, wäre schön, aber leider kam nichts. Ja. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Mal schauen, was wir unten finden. Oder auf dem Weg nach unten finden. Haltet mal eure Sachen fest. Jetzt wird gefahren. Also bis später dann. Tschüss.